Hallo, ihr seht heute wieder ein neues Video mit meinem Bruder und ihr seht ebenfalls, ich bin ungeschminkt und zwar ist uns aufgefallen, dass das Video, der erste Schminkversuch meines Bruders, jetzt schon fast 4 Jahre hin ist und wir dachten uns, wir geben ihm nochmal einen zweiten Versuch und zusätzlich werden wir noch, während er mich schminkt, ein paar Fragen beantworten, die ihr uns auf Twitter gestellt habt. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Okay, während er jetzt noch überlegt, suche ich schon mal die erste Frage raus. Die meistgestellte Frage war, wie oft habt ihr Streit? Jetzt mal heute Morgen. Ja, also eigentlich haben wir so ziemlich jeden Tag Streit. Das glaubt man aber nicht. Ja, also alle denken immer, wir würden uns so richtig perfekt verstehen. Aber es ist eigentlich gar nicht so. Wir streiten uns jeden Tag so wegen richtig, richtigen Kleinigkeiten auf. Dann nehme ich jetzt Make-up. Okay. Ich nehme einfach so einen fetten Finger. Okay. Oder nein, erstmal weniger. I. Worüber streitet ihr euch am meisten? Ja, wie gesagt, schon Kleinigkeiten. Ja. Du übertreibst einfach immer. Das stimmt gar nicht. Ich habe gestern nur gesagt, dass ich Pickel habe. Dann denkst du direkt, ich will ausziehen und nie wieder was mit dir zu tun haben. Das ist das Vier-Ohren-System Was? von Paul Watzlawick. Was glaubst Das haben wir gerade in Deutsch. Und Frauen verstehen immer die Beziehungsebene und nicht Ja, aber eigentlich sind auch was im Deutschunterricht. Ich schwöre, ich schreibe. Hier habe ich eine gute Frage. Was nervt dich an deinem Bruder am meisten und umgekehrt? Also, mich nervt am meisten und deswegen bin ich auch gestern so ausgerastet, dass er dann so richtig dumm ist und dann rege ich mich drüber auf und will, dass er sich dann auch entschuldigt dafür und was er macht, ist einfach drüber lachen und sagen, chill mal. Das heißt, er ist dann einfach so richtig provokant und geht gar nicht auf einen ein und das nervt mich am meisten. Und umgekehrt? Lass mich kurz nachdenken. Es gibt eigentlich so viel, was ich passieren könnte. Ich glaube, ich nehme jetzt einen Highlighter. Ich mache das jetzt einfach auf deine Wangenknochen und so. Also mich stört so am meisten, dass wenn zum Beispiel Freunde... Oha. Warte. Dass wenn zum Beispiel Freunde oder so bei mir zu Hause sind, dass die dann so richtig mitbekommen, als ob du meine zweite Mutter wärst. Und du bist 100-mal strenger. Ja. Ich Ja. muss ja auch irgendwie verantwortlich sein. Mach mal Augen hoch. Oh mein Gott, mach sie zu. Ich hab Angst. Ich wollte eigentlich diesen Ball, diese Kugel da benutzen, dieses Schwämmchen. Toll. Kannst du immer noch. Fit me. Man kann die Schrift nicht mehr lesen. Kommt das irgendwie hier raus? Jetzt muss man aufdrehen. Ach so. Kriege ich jetzt dein Schwämmchen? Ja. Das ist doch Concealer, oder? Ja. Okay, jetzt mal eine nette Frage. Was für nett. Was schätzt ihr am anderen am meisten? Fang du an. Nichts. Das ist nicht. Ich schminke dich gerade. Was mich eigentlich auch manchmal nervt, aber immer, wenn er von der Schule kommt, das Erste, was er macht, ist es, in mein Zimmer zu kommen und mir Gesellschaft zu leisten. Ich brauche Liebe. Ich glaube, dass du mich so manchmal überraschst mit Dingen. Ja, zum Beispiel mit dem Shaker gestern, das hat mich so glücklich gemacht. Ach so, ja, weil manchmal kaufe ich ihm so Kleinigkeiten, weil er selbst sich das vielleicht nicht leisten kann. So aus dem Nichts. Okay. Palette. Und zwar dieses Braun hier. Deeper. Da ist jetzt überall so Puder, warum? Oh mein Gott. Hast du
Herz auf, Augen zu halten. Oh, f***. Sieht aus, als ob du Erde im Gesicht hättest. Nein! Jetzt ist gut. Boah, das eine Auge ist richtig gut geworden. Gerettet. Was macht ihr am liebsten zusammen? Shoppen. Weil ich nichts ausgeben muss. Ja, weil er da nichts ausgeben muss. Ja, wiederholt es halt nochmal. Hä? Ich finde, am liebsten schaue ich mit ihm Serie. Das ist auch das Einzige, was du mit mir machst. Wo ist dein Augenbrauenpuder? Hast du keins? Doch. Wo? Wo? Ja. Wie groß ist dein Bruder? 1,70. Okay. Ich bin klein. Ja, aber er wächst ja auch. Wer von euch ist die größere Zicke? Du. 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 Nein, du bist die größere. Ischer, gibt's zu. Nein. Ischer, ich habe nur gesagt, dass ich Pickel habe. Und du hast direkt gedacht, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben will. Nein, du bist die größere Zicke. Vor allem, weil du noch in der Pubertät bist und dann erst recht veranstrengend bist. Ich werde voll misshandelt hier. Welche Gemeinsamkeiten habt ihr? Musikgeschmack? Ja. Nein. Nein. Ich glaube einfach unser Humor, oder? So, dass wir über den gleichen Scheiß lachen. Was für Scheiß? Jetzt sehen deine Augenbrauen aus wie meine. Stillhalten. Am Ende sehe ich aus wie du. Ja, wer wünscht sich das nicht? Das erinnert mich an die... Ehe, nimm meinen Slinkers. Du bist nicht du, weil du urig bist. Eine Pantusche von Benefit. Habt ihr euch manchmal geprügelt, als ihr kleiner wart? Das Video. Ja, haben wir. Und meine Mutter, also unsere Mutter hat uns dann auch eiskalt dabei gefilmt, statt dass sie dazwischen gegangen ist. Weiter so! Ende! Das Peinlichste, was euch je zusammen passiert ist, nichts ein. Ich schwöre, wir machen nie was zusammen. Nie! Das. Was? Erinnerst du dich? Einmal im Wattenfeld. Eine Jolips am Moving, weil ja, Jolips am Moving. Jolips am Moving. Wir sind irgendwie abends zu unserer Oma gegangen. Und es hat so auch voll geschneit und so. Und mein Bruder ist vor mir gegangen und ich war hinter ihm. Und dann habe ich die ganze Zeit so richtig laut gesungen. Ja, Lips am Moving. Er hat sich die ganze Zeit umgedreht und hat gelacht. Und ich dachte, er lacht einfach, weil ich jetzt so bescheuert singe. Und so. Ich habe richtig, richtig laut gesungen. Und dann irgendwann mal drehe ich mich so um und dann sehe ich, dass direkt hinter mir die ganze Zeit so ein Mann gelaufen ist. Auf jeden Fall war das dann so richtig peinlich, weil er hat mich so richtig verstellt angeguckt. Aber es war eigentlich nur peinlich für mich, aber er war dabei. Also, ja. Ich war dabei. Eyeshadow Primer Potion. Das kommt auf dein Eyeshadow. Wie findet es dein Bruder, dass du YouTube-Videos machst und wird er manchmal auf der Straße angesprochen wegen dir? Also... Ja, was soll ich sagen? Ich hasse es. Natürlich finde ich das gut. Okay. Ich finde es auch gut, wenn du, weiß nicht, die Straßenmusik machen würdest. Oh. Er unterstützt mich grenzenlos. Und... angesprochen. Manchmal. Manchmal? Aber ich gucke immer so komisch, wenn ich mit irgendwem ein Foto mache. So. Er guckt immer so nachher, wenn die Fotos dann auf Instagram gepostet werden, ja, regt sich immer drüber auf, dass er so bescheuert guckt. Ja, das macht voll nervös, wenn jemand mit dir ein Foto machen will. Versteht sich dein Bruder genauso gut wie du mit Sammy Slimani? Warte, ich muss kurz dazu sagen, Sammy wurde für die Kids Choice Awards nominiert. Und ich weiß, normalerweise rufe ich nicht für solche Votings auf, aber in diesem Fall ist es mir wirklich, wirklich wichtig. Und es liegt mir im Herzen, weil ich genau weiß, was für ein Riesentraum das immer von ihm war. Und es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr für ihn voten würdet. Ich verlinke euch den Link in der Infobox und da könnt ihr täglich so oft ihr wollt voten. Und auf Twitter könnt ihr mit den Hashtags KCA und VoteSammy auch für ihn voten. Ja, also mir würde es wirklich sehr viel bedeuten, wenn ihr für ihn voten würdet. Und ja, genau, die Frage war, versteht sich der Bruder genauso gut wie du mit Sammy Slimani? Ja, am Anfang
ist man halt total nervös, wenn man das erste Mal ihn trifft oder so. Hallo, Sammy. Am Anfang war er echt so mega schüchtern. Immer noch eigentlich. Ja, aber das letzte Mal war es schon besser. Letzte Mal war es besser. Wir haben wir zusammen gezockt. Boah, das war richtig. Ja. Verbockt gerade. Die versteht sich schon beide gut. Einen Stift mache ich jetzt. Okay. Oder ist das zu viel? Egal, ist ein Late Night Evening. Okay. Going to a dinner with Sammy Slimani. Wo chillt ihr am meisten? In Andys oder Ishtas Zimmer? Ja, in mein Zimmer traust du dich nicht mal. Sein Zimmer ist nicht so gemütlich wie mein Zimmer. Das stimmt nicht, mein Zimmer ist... Okay. Also wir chillen eigentlich immer in meinem Zimmer. Wer ist der bessere Tänzer? Wenn es um Salsa geht. Das Einzige, dass ich tanzen kann. Ja, ansonsten bin ich die bessere Tänzerin. Dum, 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 dum. Scheiße. Oh Mann! Warum kann man nicht so einfach so wieder zurück? Bö, perfekt! Hast du einen Radierer oder so? Das hast du im ersten Video auch gefragt! Eins. Jetzt noch mal eine letzte Frage, und zwar, wer von euch beiden ist fauler? Ja, wenn es um Schule geht, ich. Ja. Ja. Und wenn es um den ganzen Rest geht, ich. Ja. Und was das letzte Mal draußen in der Öffentlichkeit. Ja, bist du fertig? Nein. Okay, stillhalten. Wie oft soll ich sprühen? Fünfmal? Zweimal. Ganz ruhig. Oh mein Gott, das sieht richtig scheiße aus. Ich dachte wirklich, wir den Spiegel. Ich dachte wirklich, ich mach das heute schön. Ich hab's so vorgenommen. Alter, der Lied. Hä, der ist ab. Nein, der ist auch nicht schön. Ey, am Anfang war der so schön, du musst ranzoomen, während ich den mache, okay? Die Augenbrauen hast du einigermaßen hinbekommen. Mhm. Und den Lippenstift auch. Aber es ist schon besser als das letzte Mal. Das ist wenigstens so. Ja. Ja, so ist jetzt sein Look, also. Ich würde sagen, ein sehr dominanter Lidstrich. Ich hab doch gesagt, Late Evening. Hm. So würde ich auf jeden Fall auf ein Date gehen. Schreibt jetzt eine Punktzahl von 1 bis 10 in die Kommentare, wie gut dieser Look ist. 10 wäre dann bombastisch, mega gut, so würde ich rausgehen. Ich kann euch in der Infobox nochmal das Video von damals verlinken. Oh, da warst du auch noch so klein. Hallo. Ja, da war seine Stimme noch so hell und alles. Also das könnt ihr auch gerne mal anschauen, das ist echt mega süß. Und... ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos mit meinem Bruder haben wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Tschüss! Tschüss. Wir drehen gerade ein Video. Oh, ich hab Und da haben wir eine Kamera, ja. Du musst sagen, kurz, bevor wir anfangen, was ist. Nein, ich sag dir nichts. Das ist Puder, ne? Ich sag dir nichts. Und mein Bademann. Hey, lass doch an. Nein. Dann sehen die dann wahres Ich. Super, dein Manueler Vogt. Manuin. Manuela Fokus. Oh, ich hab meinen Finger. Mach halt deine Augen auf, ganz weit, ganz weit, ganz weit.